Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak. Ja, ich lache noch lache ich, aber bald habe ich nichts mehr zu lachen. Ja, ihr wolltet immer schon wissen, schon lange wissen, was ist eigentlich mit meiner Südkante los? Was ist mit dem Wollrasen los? Und wir haben ja schon jetzt eben mal ein paar Bilder eingeblendet. Ich renne gerade mal hier über meine Fläche rüber. Und ihr seht hier schon so ein paar Fähnchen stecken und ihr seht auch, wie die Fläche sich entwickelt hat. Und da das jetzt nicht gerade optimal ist und nicht so ist, wie wir uns das eigentlich überlegt haben und gewünscht haben, haben wir mit der Firma Gläser Green gesprochen und haben gesagt, also liebe Firma Gläser Green, was ist hier passiert? Warum läuft nicht mein Rasen auf? Warum gibt es nur teilweise wirklich schöne Stellen? Wie hier zum Beispiel, hier ist eine super Stelle. Und wieso ist der Rasen nicht überall so schön wie hier? Das geht so nicht. Und da hat die Firma Gläser Green, jetzt habe ich eine Spinne, Spinnenweben. Da hat die Firma Gläser Green sich sofort ins Auto gesetzt und ist von Ulm hier in den Norden gereist, um sich die Sache persönlich anzuschauen. Und wir werden heute zusammen mit der Firma Gläser Green uns die Situation hier anschauen. Die Firma Gläser Green wird die Matten, die hier verlegt sind, genau analysieren. Und dann werden wir auch ein kleines Interview machen, mit den beiden Fachleuten sprechen und hören, was die zu sagen haben. Ich bin sehr gespannt, ihr hoffentlich auch. Bleibt dran, viel Spaß mit diesem Video. So, lieber Rasenfreak, ihr seht jetzt hier, wie der Matthias Kühn und der Michael Riedmüller, zwei Experten von Gläser Green, sich die Matte anschauen, die wir zurückgeschickt haben. Das war der letzte Rest der Matte und die haben wir denen zurückgeschickt und sie schauen sich jetzt die Saatverteilung an und auch die Struktur der Matte. Ist das Gewebe aus Wolle und Viskose eigentlich so, wie es sein soll? Okay. Ist mal leider rüber. Das ist allerdings, muss man dazu sagen, jetzt ein Stück der letzten Bahn, die im Vergleich zu den anderen Bahnen doch deutlich besser aufgelaufen ist, aber auch nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Saatgutgrammatur. Also die Saatgutverteilung. Verteilung pro Quadratmeter oder pro Quadratdezimeter. Okay, das heißt, die Saatgutverteilung sieht man auch sehr schön. Ja. Wie das Saatgut da durchschimmert. Also das ist okay. Das sieht okay aus. Was ich sehe, das ist das, was ich leicht, was ich jetzt mal momentan bei dem auch bestätige. Ich habe da ein oder andere dunkle Saatgut gesehen. Aha. Also das heißt schon ein schwarzes Korn. Genau, also das heißt... Was nicht mehr gesund aussieht. Genau. Zum Beispiel diese Streifen. Wolle verwenden wir nicht nur rein weiße, sondern das kann andere farbige Wolle sein. Aber das gucken wir uns auch gleich noch an, ob da irgendeine falsche Faser drin ist. Sollte nicht sein, weil das kommt ja von uns, wird von uns produziert und das ist reine Schafswolle und Baumwollviskose. Und die Punkte, was man hier sieht, ist der Dünger. Ach, die Punkte sind der Dünger? Die Punkte sind der Dünger. Okay. Ja, und die Streifen, wenn man das anguckt, weil die denn dann etwas heller leuchten, praktisch die Saatgüter, was in Ordnung sind, und die dunkleren, das sind dann die, wo schon Probleme machen. Das ist auch schon ziemlich dunkel, das Saatgut. Ja, lieber Rasenfreaks, welche möglichen Fehler gibt es natürlich bei so einer Nachsaat, überhaupt bei dieser Lösung? Der erste Fehler, den man natürlich machen kann, ist, diese Matte viel zu früh zu legen. Also wenn es noch viel zu kalt ist und wenn die Saat überhaupt keine Chance hat aufzugehen. Wir haben die Matte relativ früh gelegt. Das war zwischen dem 23. und 25. April haben wir diese Matte gelegt. Das ist also jetzt ziemlich genau 6,5 Wochen her. Wir haben heute den, was haben wir heute eigentlich? Den 8. 8., ne? Genau. Wir haben heute den 8. Juni und also 6,5 Wochen ist das ungefähr her. Und nach 6 Wochen soll der Rasen dicht sein. So wie er eben an manchen Stellen hier auch schon ist. Aber auf dem größten Teil der Fläche ist er eben überhaupt nicht richtig gekommen. Also einmal Fehler Nummer 1, Matte zu früh gelegt, Wetter viel zu kalt, Saat kann nicht auflaufen. Zweiter Fehler, nicht richtig gewässert. Kann ich ausschließen. Ich habe hier so viel gewässert, dass auf gar keinen Fall die Matte
vertrocknet ist oder die Saat geschädigt wurde. Ich habe dreimal pro Tag gewässert, wenn es nicht geregnet hat. So, nächster Fehler kann natürlich sein, dass der Dünger, der ja hier das Auflaufen der Gräser unterstützen soll, dass der Dünger weggespült wurde. Ich habe ja einen sehr sandigen Boden hier und wir haben natürlich sehr viel gewässert und es hat lange gebraucht, bis die Saat aufgelaufen ist. Und es kann natürlich sein, dass der Dünger schon zu schnell aus der Matte rausgespült wurde, in die tieferen Bodenschichten weggespült wurde und dann den Gräsern nicht mehr zur Verfügung gestanden ist. Ich habe nämlich Folgendes gemacht und ich habe am 1. Juni nachgedüngt mit einem schnell wirkenden Dünger, Fertile Speed. Und dadurch hat sich die Fläche jetzt schon richtig gewaltig verbessert, ist viel dichter geworden, ist viel grüner geworden. Also eine Theorie, der Dünger ist weg gewesen und die Saat hat einfach nicht genug Nährstoffe zur Verfügung gehabt, um vernünftig aufzulaufen. Und die letzte Möglichkeit ist, dass das Saatgut nicht in Ordnung war. Die Firma Gläser Green verkauft jetzt natürlich zum Start der Saison, so März, April, wenn es so richtig losgeht, bis zu 5.000, 8.000 Quadratmeter pro Monat von diesen Wollrasenmatten. Und sie haben ja gesagt, dass das ein absolut untypisches Bild hier ist. Ja, ausgerechnet der Rasenfreak bekommt nun eine Charge, die nicht in Ordnung gewesen ist. Das kann immer mal passieren. Ausgerechnet uns hat es getroffen. Es gibt noch andere YouTuber, die diese Matte auch bekommen haben und da sieht das super aus. Und sie haben natürlich sehr viel Erfahrung mit Garten- und Landschaftsbauern. Und da gibt es überhaupt keine Reklamationen, bis auf die Charge, die wir hier bekommen haben. Da gibt es auch von anderer Stelle Reklamationen. Von daher liegt die Vermutung wirklich nahe, dass hier etwas mit der Charge nicht in Ordnung ist. Jetzt haben die beiden Herren hier eine ganz aktuelle Matte mitgebracht. Da sieht man das Saatgut so gar nicht, weil das genau dieses helle, hellige Farbe hat. Da sieht man gar keine dunkle Saatgut, weil das einfach praktisch von der Farbe her nicht auffällt. Man muss direkt anleuchten von hinten, dass man den einen oder anderen genau. Von dem her. Sehr interessant. Also oder großflächiges Lichtheber, also wirklich ja. Ein Quadratmeter, wirklich gegen die Sonne. Das heißt, also bei der alten Matte sieht man ja deutlich hier überall die dunkleren, genau. Rasensamen. Ja. Genau. Und bei der neuen Matte sieht man die Rasensamen praktisch überhaupt nicht. Ja, außer man hebt großflächiges Licht. Hier, wenn mal einer rausguckt, hier, aber der ja. Ist so richtig schön hell. Ja. Okay. Ja, aber sonst fallen die innen drin gar nicht auf. Ich finde, die Matte ist aber auch so von der Haptik etwas anders. Ist ein bisschen weicher. Ja, sie ist etwas weicher. Ja. Die ist nicht so stark von der Farbe her. Ist die nicht so stark. Deshalb gucken wir uns nachher die Grammatur da auch nochmal an. Okay. Also es gibt so gewisse Bandbreiten. Also auf einen Millimeter kriegt man das immer nicht hin. Und wenn das natürlich ein bisschen liegt, dann wird es auch ein bisschen steifer. Die ist jetzt vor ein paar Wochen produziert worden, die ist noch ein bisschen weicher. Die ist schön weich, ja. Ja, die ist wirklich sehr weich. Aber zeig mal die nochmal. Da, die. Ja gut, okay, das ist jetzt kein großer Unterschied. Nee, okay. Das ist halt. Nein, okay. Was machst du da jetzt? Ich stelle fest, welche Grammatur Stärke der Vlies hat. Da stanzen wir jetzt ein gleich großes Stück raus. Achso, ihr schneidet jetzt einfach so einen Teller da raus, okay. Genau, da kann man jetzt genau auf der Waage, weil jetzt kann man die Masse wiegen. Genau, weil das ist genau ein Quadratdezimeter. Also wir können, sonst nehme ich eins mit Batterie betrieben. Achso, du brauchst vielleicht Strom, oder? Ich guck mal, ob das müsste aber auch gehen. Da hätte ich mal meinen Kaffee mit wiegen sollen. Da wird es dann ganz genau. Ja. Bohne für Bohne. Bohne für Bohne. So. Also 2,0, das sind genau 200 Gramm. In Ordnung oder nicht in Ordnung? Das ist völlig okay, absolut. Ja. Also an dem liegt sicher nicht. Okay. Ja. Was bedeutet jetzt das Gewicht der Matte? Spielt das eine Rolle? Oder? Anhand der Gewicht der Matte haben wir praktisch ein Spezifika oder haben wir dann praktisch
ungefähr die Menge, was jetzt die Matte wiegen soll, der Dünger und der Saatgut. Ah, natürlich. Okay. Also das Komplettkonstrukt. Okay, verstehe. Das Komplettkonstrukt, was es wiegen soll. Also das, wir uns das da passt einigermaßen in der Spezifika bewegen, was mir vorgegeben bei der Produktion. Das passt schon mal, okay. Ja. Also an dem lag es sicher nicht. Das heißt, die Stärke der Matte und das Gewicht der Rasensaat und der Düngerkörner passt. Ja. So, gucken wir das mal an. Das ist eine neue Matte. Das heißt, ein bisschen stärker, 2,5 ist auch noch 2,1. Ja. Fast gleich. Ja, fast gleich. Okay. Also ganz klar, erste Erkenntnis, es war genug Saatgut in der Matte drin, also daran liegt es nicht. Das war nämlich noch ein Punkt, den ich gar nicht erwähnt habe. Es kann natürlich auch sein, dass das Saatgut einfach gefehlt hat oder sehr stark ungleichmäßig verteilt ist, aber das scheint auch nicht der Fall gewesen zu sein. So, lieber Rasenfüchs, das ist jetzt ganz dramatisch, jetzt reißen Sie meine Matte hoch. Furchtbar. Die Matte hebt schon. Der Kontakt zum Boden ist auf alle Fälle da. Also das sollte auch nicht. Hier jetzt wunderbar. Manche, wenn die zu wenig drauf tun und da kein Kontakt zum Boden ist. Also das Saatgut, was drinnen ist, das hat wirklich durchgekämmt. Also ich kriege die Matte nicht gut hochgezogen. Ja. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Auch hier ist der Kontakt zum Boden da, das ist durchgekeimt. Da tut sich schwer, das wegzubringen. Oh ja, guck mal, wie gut der. Ja, aber guck mal hier hin. Eigentlich ist überall Saatgut da, aber nicht in hoher Stückzahl. Ja, und hier sieht man jetzt auch wieder ganz ein Saatgut, dunkel gefärbt, hat nicht gekeimt. Ja. Und dadurch hier helle Stelle. Ja. Auch hier ist nochmal ein Saatgut, hat auch nicht gekeimt. Hier wiederum ein Saatgut, auch sehr dunkel gefärbt. Ja, also einfach kaputt. Ja. Das sieht man hier. Da ist das Vlies nämlich zum Beispiel, das hat überhaupt keine Färbung angenommen vom Untergrund auch. Ja, es ist nicht braunwarrig, so wie hier zum Vergleich. Richtig, das ist richtig schön verbunden. Ja, man sieht jetzt zum Beispiel hier wunderbar der Vergleich. Aber das kann natürlich auch sein, dass das eine Stelle war, wo die Vögel immer wieder die Matte hochgerissen haben. Kann sein, Das kann sein, also das will ich jetzt nicht ausschließen. Ja. Dass die Vögel auch hier gewütet haben. Wir können ja mal hier vorne auch mal reingucken. Mal gucken noch mal. Wollen wir mal vorne rein? Aber die sieht jetzt hier oberflächlich eigentlich ganz okay aus. Da erscheinen jetzt Vögel nicht. Nein, in der Ecke waren sie nicht. Ja, und hier sieht man, da gab es den Kontakt zum Boden. Ja. Da ist auch schon, hat sie ein bisschen so Auflösungserscheinung. Mhm. Aber hier ein Saatkorn nach dem anderen, alles nicht gekeimt. Ja. Also das ist also eindeutig. Ja. Also da ist wieder Saatgut da drunter, was praktisch gekämmt hat. Deswegen ziehst du den Boden, den feinen Boden mit hoch. Ja, genau. Und übrigens, da ist ein Teil von dem Quarzsand. Ja, der Quarzsand überhaupt ist durch, die Matte durchgewandert. Ich habe mich schon gewundert, wo der ganze Quarzsand hin ist. Und hier die beiden Herren sagen, dass der Quarzsand tatsächlich durch die Matte durchgespült wird. Das sieht man jetzt auch, wie überall die hellen Quarzsandkörner da im Boden sind. Gut, den hat es jetzt auch ein bisschen verdunkelt. Ja. Das ist wunderbar, wenn man hier in die Lupe näher rangeht, dann sieht man hier wunderbar den Streifen, das ist alles Quarzsand. Sehr interessant. Ja. Das ist alles Quarzsand. Ja, das ist ja eine tatsächlich der schlimmsten Stellen hier. Rechts, die Matte hier hochlaufend, bis davor ist eigentlich bis zu dem roten Fähnchen, da hört nämlich die erste Bahn auf. Ja. Das ist echt eine Katastrophe. Ja. Aber auch hier wieder dieser Effekt mit der Mauer. Ja, die Mauer, ganz klar, die Mauer hat das Keimen und das Wachsen der Gräser gefördert. Das ist die ganze Südkante runter zu sehen. Warte mal, das mache ich nochmal andersrum. So, was die Herren jetzt noch machen werden, sie werden hier mal den pH-Wert bestimmen. Kann ich auch nochmal mit meinem Gerät machen. Ob eben überhaupt der Boden geeignet gewesen ist für die Saat, für das Wachstum der Gräser. Ne? pH-Wert, immer ganz wichtige Geschichte. Jetzt gucken wir mal in der normalen Rasenfläche. So, das ist jetzt scharf. So, der hat hier 6,4. Aber genau das gleiche Bild wie drüber. Na, 6,0 hat er jetzt. Ja? Also 6,0. Das ist eigentlich optimal. Hier tue ich mir jetzt natürlich extrem schwer,
Körner was zu Körner finden. Zu finden, die eventuell nicht gekeimt haben, weil das einfach, aber das heißt, der Vlies hatte absolut guten Kontakt zu dem Boden. Es hat sich verbunden, trotzdem gibt es hier kahle Stellen. Das heißt, das Saatgut war da, aber es hat nicht gekeimt. Ja, ja, ja. Die Frage habe ich jetzt bestimmt in den letzten 4 Wochen 5, 6 Mal gehabt. Ja. Wie lange dauert es, bis der Vlies sich auflöst? Da könnten wir mal nach 6 Wochen zeigen, wie viel da schon... Je nach Witterung zwischen 4 und 10 Wochen. So empfehlen. Ja. Aber hier sieht man es halt nochmal richtig, wie er gesagt hat, dass das wirklich sich komplett auflöst. So. Ich sag mal, der Durchschnittsgartenbesitzer, wenn da mal eine kleine Welle drin ist oder so, macht der wahrscheinlich jetzt nicht das große Drama draus. Also gerade jetzt halt eben für die Spindelmäher brauchst du halt eine schöne ebene Fläche und deswegen ist uns das immer so wichtig. Und was ich jetzt auch noch ausprobieren will, dass wir hier mal satt drauf machen, um zu sehen, ob die Vögel das dann immer noch kapieren, dass da drunter ein Nestmaterial ist oder ob die das dann nicht mehr sehen und somit dann in Ruhe lassen. Das würde mich auch noch interessieren. Also ich bin der Meinung, man hätte es dicker machen müssen, damit die Vögel die Wolle nicht sehen und rausreißen. Ja, also das hätte man deutlich dicker machen müssen. Jeden Tropfen Wasser nützen. Dafür sind nun die Herren aus Ulm gekommen, um beim Rasenfreak eine neue Matte zu verlegen. Ja, ich meine, wenn man so ein Produkt anbietet und natürlich auch davon überzeugt ist, dann ist natürlich so ein Ergebnis ein Tiefschlag für so eine Firma. Und ich finde das ganz toll, dass sie sich die Herren das nicht haben nehmen lassen, hierher zu kommen, hier hochzufahren zu uns. Und die Geschichte genau zu analysieren und jetzt sogar noch hier ein Stück für mich verlegt zu haben. Ja, echt cool. Das muss man der Firma Gläser Green wirklich lassen. Das ist schon eine coole Nummer. Was ist dein Fazit? Was ist denn nun hier wirklich los gewesen? Also wir können es noch nicht hundertprozentig sagen. Es spricht alles dafür, dass irgendwas mit dem Saatgut passiert ist. Wir haben hier das Vlies analysieren können. Das Vlies ist absolut in Ordnung. Die Stärke hat gestimmt, die Zusammensetzung. Wir haben den Boden getestet. Der pH-Wert war im Rahmen. Wir haben uns auch die Unterschiede zwischen der Bedeckung mit Erde und mit dem Sand angeschaut. Auch hier gab es jetzt keine Auffälligkeiten, wo wir sagen können, da gibt es einen Grund dafür, warum das hier nicht so gewachsen ist, wie wir uns das wünschen. Auch das Ergebnis war auf beiden Seiten ähnlich. Ja. Von dem her spricht für mich alles, dass mit dem Saatgut was nicht in Ordnung ist. Wir werden dieses Stück, das wir noch haben, wieder mitnehmen. Hier auch nochmal gucken, dass wir aus diesem Vlies Saatgut rausbekommen und dieses nochmal analysieren, um wirklich sicher zu sein, dass das der Grund war. Man hat ja hier deutlich gesehen, dass hier gerade vorne viele, viele Rasensamen immer noch in der Matte waren, überhaupt nicht gekeimt haben. Und die, die gekeimt haben, die haben ja sich auch wirklich toll verwurzelt schon in den Boden. Ja. Und das ist halt eben sehr unterschiedlich gewesen, wie man es ja auch hier vorne noch sieht, wie unterschiedlich, teilweise ganz toll aufgelaufen und teilweise gar nichts. Und das spricht eben tatsächlich dafür, dass es am Saatgut liegt. Ja. Gut, ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Also das finde ich großartig und ich bin gespannt, was ihr noch rauskriegt und ich bin auch sehr gespannt, wie jetzt diese neue Fläche sich entwickeln wird. Soweit erstmal zum Thema Wollrasen von Gläser Green. Also hier der Rasen in der Wollmatte. Ja, eigentlich ein sehr, sehr interessantes Projekt. Und ich hoffe, dass wir jetzt im zweiten Step hier ein richtig tolles Ergebnis kriegen.
soweit erstmal von unserer Fläche hier vom Rasenfreak. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!